Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. So. Ja, bei meinen Assassin's Creed Folgen hatte ich ja gesagt, ja, zu Ostern gibt es Doppelfolgen. Ich habe es echt nicht geschafft mit Aufnehmen. Tut mir echt leid. Pathfinder, sind Sie hier, um meine Schulden einzufordern? Ich habe mich als Verbündeter bewiesen. Es wird langsam Zeit, dass Sie mich auch so behandeln. Sie sind eine echte Nervensäge, wissen Sie das? Das habe ich schon mal gehört. Aber Sie haben mir das Leben gerettet. Ich weiß, die Nexus braucht Außenposten und Kedera ist in besserer Verfassung als die meisten Planeten. Es ist die richtige Entscheidung, Sloan. Wir sind zu wenige, um uns weiter zu bekämpfen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten, aber nicht mit Tan. Die Nexus hat uns verbannt, damit wir hier draußen sterben. Das habe ich weder vergessen noch verziehen. Ich bitte Sie nicht, die Vergangenheit zu vergessen, sondern lediglich darum, an die Zukunft zu denken. Ich kriege einen Anteil von allem, was Ihre Siedler produzieren. Betrachten Sie es als eine Art Schutzgebühr. Da draußen laufen immer noch jede Menge Kollektivarschlöcher rum. Und wir wollen ja nicht, dass Sie auf komische Gedanken kommen, oder? Das klingt irgendwie nach Erpressung. Sind wir uns einig? Werden Sie dann in Zukunft netter zu mir sein? Übertreiben Sie es nicht, Scott. Einen Außenposten errichten. Juhu! Ich fasse es nicht. Entschuldigung. Pathfinder. Kedera ist jetzt eine realisierbare Option für einen... Für einen Außenposten. Jawohl. Ja. Sam, wir haben das doch schon geklärt. Oh, ich wäre bekloppt. Nach wie vielen Folgen? Ja gut. Ja, das hätte ich in die letzte Folge noch mit reinnehmen können. Naja. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir reisen da jetzt hin, errichten die Siedlung und dann geht's weiter nach Elana, zu den Kroganern. Würde ich sagen, ja. Na, genau, machen wir in der Folge, dann gehen wir noch zu... Ah, hier gibt es noch Abbaugebiete, hier gibt es noch so viel Zeug. Das Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Ja. Ja.
Und endlich dürfen wir. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Wir können uns nicht einfach von Ihnen abwenden. Die Initiative hat Sie im Stich gelassen. Sie waren nicht dabei, aber jetzt sind Sie hier und es ist Ihre Entscheidung. Das hier ist ein Erfolg und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Oh Gott. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Ah. Was? Nächster Schritt? Nächster Schritt, Welten zu finden. PM Costa, Außenwelt. Okay. Wir haben es endlich geschafft. Was bauen die denn immer hier vor Ringe? Haben die einen Nutzen oder? Sind das Fundamente für größere Gebäude oder irgendwas? Das würde mich gerne interessieren. Ja. Ja, der Pathfinder ist hier. Ja, nicht Pathfinder. Pathfinder. Okay. Tempest? So, 100%.
und zurück zur Tempest. Alles klar. Jarl hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Okay. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja. Warum können Sie sie nicht einfach selbst fragen? Darum. Darum was? Na, darum eben. Sinnlos. Sie haben also Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Ja, aber zu welchem Preis? Sie meinen die Roker. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie hassen alle Aliens. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Aksul wurde von den Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Das erklärt seinen Hass auf Aliens. Ja, er hat viel durchlitten. Als Aksul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Aksul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Ephra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Aksul. Ich bewundere ihren Mut, aber Aksul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Ephras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die dem Cat gemeinsam mit Aksul entkommen ist. Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Ja, dann hätten wir ja auch wieder was auf Hawaii zu tun, also. Warenangebot, das hört sich doch gut an. Das ist schon mal gut. Jetzt im Orbit von Kadera.
Auf jeden Fall gibt es hier viel, viel zu tun. Aber wir wollten ja nach... Ach. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Anomalie geortet. Eine Anomalie? Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Erst einmal, dass ich gerade Grafit finde, oder? So, würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit den Äußersten an, bevor wir dann auf den Laden gehen. Ich empfange etwas. Okay. Bestimmt ein Vulkan oder sowas. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, Kupfer. Ja. Überall Wasser auf dem Planeten. Das kann doch nicht alles zerstört worden sein. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. So, da wollen wir mal versuchen, mit den Kroganern Frieden zu schließen. Sam, sende Kello den Nav-Punkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drac, wir landen auf Eladen, um Jorgels Drugs zu treffen. Bin unterwegs.
genau ist der Treffpunkt? In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Nein. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln, Pathfinder. Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadera rausgeworfen wurden. Das wird bestimmt interessant. Gefahrenstufe 1. Au, meine Augen. Hier ist es wirklich, wirklich hell. Ich meine, es ist echt schön. Aber auch schrecklich hell. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Verlass dich drauf. Falls wir uns je draußen in den Dünen begegnen, bist du tot. Hey! Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Schließlich könnte ich mich in diesem Geschäft... Sind Sie Jorgels Drux? Kommt drauf an, wer fragt. Scott Ryder, Pathfinder der Initiative. Sie wollten sich hier mit mir treffen. Ja, wollte ich. Danke fürs Kommen. Viele von uns in der Initiative bedauern es sehr, dass die Kroganer gegangen sind. Einige meiner besten Freunde sind Kroganer. So ist es. Ich wollte die Nexus nicht verlassen, aber ich musste mein Volk und meinen Clan unterstützen. Also, Ihre Kolonie hat Probleme? Sie hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Ihr könnt dort nicht länger leben. Morda hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Hat sie sie rausgeworfen? Noch nicht, und deshalb halten wir auch die Füße still. Ich will sie im Auge behalten. Sie plant einen Angriff auf die Nexus, so viel wissen wir. Ja, klasse. Die Audiologs, die Sie uns geschickt haben, klingen tatsächlich danach, als würde sich da etwas Übles zusammenbrauen. Mordor wird diese Kolonie zugrunde richten. Und dann werden wir alle sterben. Ach was, Kroganer sind viel zu zäh, um zu sterben. Selbst Kroganer brauchen Nahrung und Wasser. Aber Mordor rationiert unsere Vorräte. Meine Gruppe ist der Meinung, die Kroganer sollten Frieden mit der Nexus schließen.
Wir brauchen die Kroganer. Und die Kroganer brauchen uns. Wir kamen als Einheit nach Andromeda. Da sollten wir zumindest versuchen, unsere Differenzen beizulegen. Tja, wenn Morda so weitermacht, gibt es bald keine Kolonie mehr, mit der Sie Frieden schließen können. Aber wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie in die Kolonie. Sehen Sie sich selbst an, was sie vorhat. Reden Sie mit Ravenor Brank. Er gehört zum inneren Kreis und ist einer von uns. Wenn wirklich die Sicherheit der Nexus auf dem Spiel steht, werde ich es tun. Sie sollten allerdings hoffen, dass sie mich nicht auf der Stelle erschießt. Ja, das wäre ein schlechtes Omen. Halleluja! Was gibt's da zu glotzen? Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur neugierig, was hier so los ist. Was hier los ist, geht dich einen Scheiß an. Zieh Leine oder ich schieß dir die Kniescheiben weg. Ich dachte, hier sind keine Waffen erlaubt. Das wird dich außerhalb der Tore nicht schützen. Also mach dich lieber ganz schnell vom Acker, wenn du mich da draußen siehst. Pathfinder, ist es wirklich notwendig, sich mit diesem Individuum einzulassen? Ich wüsste nicht, wie uns das weiterhelfen sollte. Du hast recht. Okay, Leute, ziehen wir uns zurück. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ryder, ich habe dieses kleine Gespräch ge... Ich besorg mir eine bessere Waffe und leg sie alle um. Wo wollen Sie hin? Was glotzt ihr so blöd? Der Wurm hätte mich beinahe gekillt. Ich konnte ihm gerade noch rechtzeitig ausweichen. Ich wäre da draußen beinahe krepiert. Die Hitze hat mit. Hey, ich kenne Ihr Abzeichen. Sie sind von der Nexus, richtig? Ein Pathfinder. Kent Halsey, Nexus Sicherheit. Ich wusste gar nicht, dass sich Ihre Pflichten sogar bis nach Eladen erstrecken. Tun Sie auch nicht. Ich bin aus persönlichen Gründen hier. Meine Schwester Isabel hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Sie schloss sich der Rebellion an und wurde nach Kedera verbannt. Und irgendwie hat sie es geschafft, genügend Leute zu verärgern, um letztlich auf diesem Drecksplaneten hier zu landen. Sie gehören den Sicherheitskräften an und Ihre Schwester ist eine Unruhestifterin. Das muss für Sie eine unangenehme Situation sein. Das ist mir egal. Ich bin hier, um nach ihr zu suchen. Ich weiß, dass sie nicht wieder auf die Nexus zurückkehren kann, aber wir können auf Kedera neu anfangen. Zusammen. Sie würden für sie ihr Leben aufgeben? Izzy ist die einzige Familie, die ich habe. Ich würde alles für sie tun. Das Problem ist, ich habe diesen Planeten unterschätzt. Ich habe weder ein Fahrzeug noch irgendeine Möglichkeit, mich vor der Hitze zu schützen. Ich habe noch nicht mal angefangen und stecke schon fest. Na, klasse. Keine Sorge. Ich kann Isabel für Sie aufspüren. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Ich denke, diese Bergungsgutsammlerin von Kedera weiß etwas über Sie. Mir wollte sie nichts verraten, aber vielleicht bekommen Sie ja etwas aus ihr raus.
Okay. Wo wollen Sie hin? Was gibt's denn hier? Seltsam. Die Daten kommen nicht durch. Versuchen Sie es mit einem anderen. Dem sollten Sie aufpassen, Ryder. Hervorragend. Interessant. Paradiesstrand, ja, es sieht aus wie ein Paradies. Narys hat mit diesen gruseligen müsste reichen. Ich analysiere das und teile Ihnen mit, was ich gefunden habe. Ich habe gehört, du hast... Na, wen haben wir denn da? Ich kann Leute echt gut einschätzen. Soll ich mal raten, wer sie sind? Schießen Sie los. Ein Pathfinder. Woher wusste sie das? Woher wussten Sie das? Ich habe geschummelt. Ich liefere Bergungsrouten nach Kedara. Und dort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Sie sollten mal hören, was das Kollektiv über sie sagt. Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich werde es nicht wiederholen, um ihretwillen. Was halten Sie von Eladen? Wenn der Wurm oder die Gangbosse sie nicht umbringen, dann erledigt das die Hitze in Ataraxia. Keine Ahnung, wie hier überhaupt jemand leben kann. Irgendwie schaffen die Leute es offensichtlich. Ja, gerade so. Bei jedem meiner Trips will mich ein entflohener Sklave oder ein ehemaliger Kultist bestechen, damit ich ihn von hier wegbringe. Aber die Kroganer nicht. Ich war in Neu-Tuchanka. Wir könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir so leben dürften wie sie. Sie sagten, sie liefern Bergungsgut nach Kedara. Wie genau läuft das ab? Die Plünderer kommen aus dem Höllenversprechen und verkaufen mir ihr Altmetall. Ich bezahle ihnen so gut wie nichts dafür. Nett. Und dann? Dann bringe ich meine Beute nach Kedara und verkaufe sie an die Händler. Sloan verlangt natürlich ihren Anteil, aber meistens mache ich trotzdem einen satten Gewinn. Manchmal kaufe ich sogar Wasser von Enia und verkaufe es teuer in der Absteige. Es ist kein schlechtes Leben. Wenn Sie es sagen. Ja, hier ist gut. Sie haben bestimmt viel mit den Plünderern zu tun. Nicht mehr als ich muss. Sklaverei, Kannibalismus, Anbetung der Gangbosse, dabei stellen sich mir die Haare auf. Das sind ziemlich harte Worte, wenn man bedenkt, dass Sie eine Ihrer Kundinnen sind. Ich kaufe von Ihnen. Das heißt nicht, dass ich Sie auch mögen muss. Hier mag es sicher sein. Aber wenn da draußen ein Gangboss deinen Tod will, dann bist du tot. Ich habe nicht vor, unvorsichtig zu werden.
Okay. Wissen Sie etwas über jemanden namens Isabel Halsey? Wofür halten Sie mich? Ihre persönliche Datenbank? Sie wissen etwas, das ich wissen will. Also spucken Sie es schon aus. Ich weiß gar nichts. Ich habe nur mal zufällig gehört, wie Ihr Name erwähnt wurde. Eine Gruppe ist hier durchgekommen und wollte mir neues Bergungsgut verkaufen. Sie sagten irgendwas wie, Isabels Zeit läuft ab. Ist das alles? Ich mische mich nicht in Plünderer-Angelegenheiten ein. Das ist schlecht für die Lebenserwartung. Aber wenn Sie diesen Typen einen Besuch abstatten wollen, hier ist Ihr NAV-Punkt. Haben Sie je mit einem Mann namens Reyes zusammengearbeitet? Reyes? Klar, er ist einer meiner Käufer. Kennen Sie ihn? Früher mal. Wissen Sie, wo er ist? Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Und auch sonst niemand. Soweit ich weiß, lässt er es sich auf der Nexus gut gehen. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Okay. Reyes ist also auf der Nexus. So, Freunde. Dann sehen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.